Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Green Hill. Wir sind ja in der letzten Folge wieder zu Hause zurückgekehrt. Sicher nach Hause zurückgekehrt, sorry, ich habe gerade was überlegt. Hab mal hier ein paar Pfeile abgelegt, dass ich ein bisschen Platz im Inventar habe. Wir jetzt nochmal. Eine Bögen hier sichern. Nehmen wir mal das Knochenmesser mit, auf jeden Fall. Könnte mir gleich auch noch ein paar Klamotten mal craften. Allerdings schauen wir uns jetzt erstmal an, was es hier für neue Baupläne gibt. Da haben wir ja noch gar nicht reingeschaut beim letzten Mal. Okay. Bei den Waffen soweit erstmal nichts Neues. Nur das, was wir gelernt haben. Aber hier auf jeden Fall gibt es jetzt eine Möglichkeit, sich irgendwie ein bisschen mehr Base zu bauen. Aha. Okay, man baut sich ja so einen Rahmen und kann das überdachen. Da habe ich hier schon fast ein bisschen wenig Platz. Holz oder Bambus? Aber, hui. Alles klar, da weiß ich schon mal Bescheid. Das ist ja doch ein bisschen größer, das Teil. Ich fürchte, wir haben hier zu wenig Platz für die Geschichte. Könnte man sich dann wahrscheinlich auch ein Bettchen drunter bauen. Hier ist es noch sehr interessant. Stockhalter für beide Sorten. Normale Stöcke und kleine Stöcke. Lange und Holzscheite. Sehr interessant. Die baue ich mir auf jeden Fall. Hier noch irgendwo hin. Ach, so rum gehört, ja, okay. Dann wollen wir auch so rumstellen. Brauchen wir ein paar lange Stöcke. Könnte ja hier in die Ecke noch der andere vielleicht passen. Wir brauchen unbedingt eine größere Fläche. Aber ich kann ja auch hinter der Hütte vielleicht noch was hinstellen. Wenn ich hier noch irgendwo durchkomme. Dann hätte ich doch hier noch ein bisschen Platz. So. 50 Stöcke, das ist doch schon mal super. Hier brauchen wir ein paar lange. Kannst deine Konstruktion zerstören. Das ist wahrscheinlich gar nicht so gut. Das wird mir öfter mal passieren. Mal eben schauen. Ob wir hier ein paar lange Stöcke nochmal auftreiben können. Und dann heißt es wahrscheinlich auch schon wieder
überlegen, wo ich die große Hütte denn mal hinstelle. Wie ich denn das mal mache. Muss jetzt auch nicht unbedingt alles wieder abreißen. Dann sei mehr. Eigentlich kein Problem. Ressourcen gibt es hier ganz gut in der Nähe. Ich sollte aber auch erstmal gleich ein bisschen an Verpflegung denken. Das ist auch nicht mehr so üppig. So, langer Stockhalter. Guck mal, was sich hier so in der Nähe auftreiben lässt. Da sehe ich doch schon mal einen Haufen Pilze, das ist doch sehr gut. Da können wir gleich mal das Feuer anschmeißen. Oh, wunderbar. Genau das brauche ich. Jetzt mal ein schönes Palmenherz. Das wäre der Knaller. Die Maden kannst du erstmal behalten. Stöcke sind wir schon voll. Greife ich mir nochmal die Pilze ab und dann gibt es mal ein kleines Festmahl. Tukankörper. Ach, guck an. Auch den kann man essen, nehme ich an. Oh Gott, ey, jetzt wird es echt langsam ein bisschen eng hier. Ach ja, siehst du, hier brauchen wir ja auch noch lange Stöcke. Fürchte ich, werde das nochmal. Oh. Hier gibt es schon mal Verbände, die nehme ich auch gleich nochmal mit. Dann wird aber mal Feuer gemacht. Und ich das gleich meine Hütte zu Brei gehauen habe. Lass uns mal was essen. Trockenes Zeug haben wir noch. Jetzt los. Yes. Yes. Er freut sich ja wie ein Schneekönig, wenn er hier mal so ein Feuerchen anzünden darf. Ich sammle mal, mal gucken, wie so Tukanfleisch so schmeckt. Kleines Ei gebrutzelt. So. Bringen wir uns mal wieder richtig auf Stand.
Das hält aber nicht sehr lange, das tut kein Fleisch. Soll ich gleich nochmal ein Fleischsüppchen von machen? Kannst du noch eine Nuss essen, die anderen musst du weghauen. So, Fleischsuppe. Gibt sogar auch Kohlenhydrate. Dann lass mal gucken, was der Wecker sagt. Tatsächlich Proteine fehlen. Da kenne ich nichts. Da gibt es noch mal Knochensuppe. Sollten wir jetzt eigentlich ganz gut drauf sein. Kann ich mir glatt noch ein paar Verbände basteln. Kann ich die mit den Kräutern hier verbinden? Nee. Die kann ich essen, aber... Ob das so eine gute Idee ist, das weiß ich noch gar nicht so genau. Ich habe auch noch nicht diese unbekannte Frucht gegessen. Die da immer rumfliegt des Öfteren. So. Die normale Steinklinge reicht ja eigentlich. Dann lasse ich mal die Knochenklinge nochmal hier. So. Die Obsidian-Axt ist auch fast hinüber. Da sollten wir glatt mal gucken, dass wir uns gleich eine neue machen. Und dann spielen wir die halt erst kaputt hier. Auch kein Problem. Brauchen wir noch ein paar lange Stöcker. Sogar noch mehr. Können wir auch gleich ein paar Seile mitnehmen. Da brauchen wir mit Sicherheit auch gleich wieder welche. Gibt es denn hier eigentlich noch was Neues zu entdecken? Weiß das schon jemand? Sich an der Karte selbst auch was verändert hat. Shit. Seriously? Gut, wir brauchen eine neue Axt. Mache ich mir eine Klingenaxt oder... Glaub schon, ne? So. Ich glaube, dreimal Steinklinge war das. Und, ein Stock. Ah, Mann. So. Oh ja, brauche ich nicht mal ein Seil.
Gut, nehmen wir mal die Klingenaxt. Oh, der haut da mal durchaus mal schneller zu. Große Steine, die sollte ich mir mal lieber an die Ecke legen. Ich bin hier auch bald eher so sicher. Stockhalter. 40, okay. Ja, ich fürchte, ich werde ja noch ein bisschen was umbauen müssen, wenn ich hier auf Dauer. Da haben wir sogar schon hierfür einen. Den finde ich ja bloß nicht wieder. In großen freien Flächen mangelt es hier allerdings auch so ein bisschen, zumindest an denen, wo nicht hier wieder überall dann Büsche reinwachsen. Hilfe, wo baue ich mein Haus? Das wird doch nochmal ein Tickchen problematisch. Jetzt machen wir eine Flasche wieder auffüllen. Dass ich ohne losrenne, da ist gar nichts mehr drin. Habe ich immer lieber gerne ein bisschen was dabei. Gucken sie uns noch mal ganz kurz an. Nee, kein Dach. Erstmal hier den Rahmen. Naja, ich kann ihn hier bauen, aber die Palme wächst immer wieder nach. Zumindest so lange, bis das mal rausgepatcht ist. Hätte ich sogar direkt hinbauen können. Oh, cool. So leicht abgeschieden hier meine neue Wohnung mal aufbauen. Können wir machen. Goldscheit, hier ist gleich was. Aus um. Machen wir erst einen Wurm weg. Den Egel vielmehr. Hier nur einen Scheit oder wo ist der andere wieder hin? Da ist noch einer. Sehr gut. Wenn nicht alles täuscht, dann lag hier hinter sogar noch einer rum. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau wo. Gehört. Mach mal schnell den Baum hier noch um, den nimmst du noch mit. Und dann kannst du dich auch bald mal schlafen legen.
gab es jetzt wieder nur einen, ne? Nee. Sehr gut. Brauche ich hier oben lange Stöcke? Das geht ja ganz gut voran. Oh, der baut hier mitten im Baum dann in der Hütte. So. Ich höre schon wieder Eingeborene. Dann würde ich sagen, schlafen wir mal ein Stück von der Nacht noch weg und machen dann erstmal Schluss für diese Folge. Ich würde vorher nochmal mein Feuer ein bisschen wieder klar Schiff machen. Und dann lege ich mich mal eine Runde aufs Ohr. Das ist aber... So viel Kohle hast du dann da auch nicht über. So. Wie spät haben wir? 10 Uhr gerade mal. Muss ich wieder so lange... Oh, gefällt mir eigentlich ganz gut mit dem Stockhalter. Tingeln wir hier noch kurz rum. Wir haben noch kleine Stücke dabei. Ja gut, jetzt wo die hier drauf liegen, kommen wir jetzt nicht mehr dadurch. Ich muss doch noch mal ein bisschen umbauen, fürchte ich. Langer Stock. Ah, hier ist der Holzscheit. Ja, das geht ja hier gar nicht. Komme ich ja gar nicht mehr dran. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis denn. Ciao, ciao. Telefon, so Mist.